kommen. Es dürfte uns da keiner sehen, ne? Was könnten wir hier rausholen, damit nur ein Schuss reicht? Die Dickenwaffe, gell, die da? Nee. Wo ist denn die starke? Die da. Die ist sehr stark. Gehörst du wirklich hierher? Hast du dich verlaufen? Ich helfe dir nicht, Menschen zu schaden. Das haben sie nicht verdient. Wir müssen reden. Bald. Oh, kannst du nicht jemand anderen belästigen? Ist wütend, hat das gehasst. Ach, meine Liebe, jetzt sei mal nicht so. Wir laden schnell. Entschuldigung. Wenn meine zukünftige so sauer ist, kann ich das nicht machen. Okay. Dann müssen wir doch mal einen Dive reinskillen einmal. Was willst du machen? Wir müssen einmal einen Dive reinskillen hier. Schalte die Diebfähigkeit frei. Und wie geht das? Hast du dich verlaufen? Du gehörst nämlich... Verzieh dich. Los. Gehörst du? Komm ja nicht auf... Ich hab dich im Auge. Jetzt bräuchte ich halt Infos, wie das geht mit dem Dieb. Schalte die Diebstahlfähigkeit frei. Wie funktioniert das? Wenn jetzt Jeroka ist der Meisterdieb, könntest du mal erklären, Jesch. Schalte die Diebstahlfähigkeit frei. Wie kann ich... Also E ist nur reden. Komm ja nicht auf irgendwelche... Verzieh dich. Hast du... Ich hab dich im Auge. F? Nee. Optional. Fotomodus. Besorgen ist die Security-Schlüsselkarte. Besonders trage einen Anzug oder die Uniform. Das Lustige war, ich hab dir ihn erschossen und... Die anderen da unten haben gar nicht geschaut. Gehörst du wirklich? Hast du dich verlaufen? Muss man da schleichen oder was? Oh, schau mal, sie ist komplett getarnt. Lol, sie hat ja... Oh mein Gott, sie ist komplett getarnt. Das hat... Boah, wie krass. Langfinger. Oha. Oh mein Gott, so geht das. Ungesehen irgendwo hingehen und klauen. Hier sind medizinische Eingriffe ohne menschliche Überwachung nicht gestattet. Da habe ich ja doch einiges. Da habe ich ja doch einiges hier. Wenn du überlegst, in die Medizin zu gehen, musst du dir echt sicher sein. Richtig, richtig. Hoffentlich ist es das Risiko wert. Scheiße, Kopfgeld bekommen. Okay. Witzig. 75 Credits. Hier wird's nie langweilig. UC Security, komm zurück, sofort! Krass, okay. Aber ich habe theoretisch für diese Quest die Fähigkeit gebraucht. Weil wenn ich den erschossen hätte, dann wäre Andreja wär halt dann sauer. Das wäre nicht geil. Wenn sie sauer ist, dann bin ich es auch. Aber das mit dem komplett unsichtbar ist halt schon krass. Damit davon gekommen? Ja. Beeindruckend. Ist die perfekte Begleitung für das. Wow. Das macht ja voll Spaß. Wir tun jetzt alles und jeden beklauen. Weitergehen. F5? Langfinger. Halt, im Namen des Gesetzes. Halt, ja, stehen bleiben! Du bist verhaftet! Ja, ist gut, ist ja klar, dass der direkt neben mir ist, vor mir ist. Aber war witzig zweimal, hat geklappt. Ich muss den Skill nur ein bisschen increasen.
Okay. Schließlich die vorherige Rangverordnung sind 10%, 30%, 25% Diebstahl. Du kannst jetzt Waffen im Halfter stehlen. Boah. Okay. Wilde Sache. Wer ist er? Ich hasse diese Lieferroute. Der Kurier. Immer bin ich angeblich zu spät. Er ist der Schiffstyp. Captain, freut mich, Sie zu sehen. Sorry, ich wollte nur ein bisschen. Ihr wisst schon ein bisschen Trial and Error. Oh! Oha! Das ist ja krass. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Hey! Gib das zurück! Wie kann ich denn jemand von etwas klauen, wenn er direkt vor mir steht? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Und hat geklappt diesmal. Wow. Okay. Noch einmal, dann kann ich auch skillen, aber ich habe keinen Skill. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Freestyle Security! Ja! Sofort! Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Sei nicht dumm! Halt! Sofort! Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, ja, jeden von früh bis spät, 24, rund um die 7. Uhr, 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Freestyle Security! Ja, das ist einfach ein bisschen wild, Mann. Aber, ja, stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät. Das ist ein Grafantrieb. Schneller geht's de facto nicht. Kehre zu immer. Achso, ich muss nur das Ding klauen. Das war's, oder was? Kurs festlegen. Energie. Ja, war witzig. Oh, habe ich was aus der Tasche geklaut? Ist das auch Klauware? Nee, oder? Du kannst landen. Wieso sollte ich denn nicht landen? Ich bin doch hier schon 1000 Mal gelandet, meine Liebe. Landen. Weg dem Kern. Sehr geil. Oi, 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 oi. The Burger. So, Imogen habe ich gemacht. Ich habe geklaut. Warte, kann ich auch jedem klauen? Ich muss noch einmal. Geklappt. Einfach ein paar Credits. Aber wenn die Chance nachher bei 50% sind, ist es ja auch nicht so hoch, oder? Jetzt klappt es ja auch fast 50-50. Aber dass ich dann Waffen klauen kann, ist wild. Aus dem Holzer direkt die Waffe klauen. Ein bisschen Credits hat es mir schon gebracht. Dann zurück zu Imogen. So, let's save und mit Frau Salz Hallöchen. Zu sprechen. Hast Hi. Du die Schlüsselkarte? Gegenstand. Geben hier Schlüsselkarte. Werde ich andernfalls hier? Das wäre durchaus möglich. Schließlich arbeitest du hier. Ja, ich weiß ja nicht. Gegenstand geben, das war das reinste Kinderspiel. Ich halte auch nicht viel von Sicherheit. Aber genau, lass das Scheiße, dort Sicherheit. Nicht hören. Mhm. Nicht schlecht für einen Neuling. Es Easy. Wird Zeit für eine größere Herausforderung. Noch Und du eine? Kommst gerade Geil. Rechtzeitig. Ich frage mich noch immer, wie legal dieser Job eigentlich ist. Dann kannst du auch gleich die komplette Geschäftswelt in Frage stellen. Ist so, ne? Du musst unsere Arbeit einfach als Standard ansehen. Für den nächsten Job ist aus 2 Gründen etwas mehr Diskretion nötig. Ui. Erstens hast du mit hochrangigen Managern zu tun. Und zweitens findet das Ganze in der Astral Lounge hier in Neon statt. In der Astral Lounge könnte sicher so einiges passieren, ohne dass es jemanden interessiert. Bin ja mal gespannt.
Was hat es mit der Astrolaunch auf sich? Das klingt spannend. Ich dachte mir, dass das dein Interesse weckt. Unsere Techniker konnten keinen potenziellen Deal zwischen Infinity Ltd. und Quantum Synergies aufdecken. Aber? Du musst dafür sorgen, dass der Deal schief geht. Wie nett. Infinity Ltd. und Quantum Synergies, was sind das jetzt für Unternehmen? Erzähl doch jetzt mal. Infinity Ltd. ist ein aufstrebender Konkurrent. Oh, Konkurrenz ausschalten, ich bin dabei. Sie haben Produkte in mehreren ähnlichen Feldern. Mit Ausnahme von Schiffen und Neuroamps. Alles klar. Quantum Synergies ist auf Schiffsbetriebssysteme spezialisiert. Okay. Wir sehen sie nicht als große Konkurrenz, weil ihr Tätigkeitsfeld so eng ist. Wenn die zwei sich treffen, über einen Vertrag zu verhandeln, will Infinity wohl ins Schiffsbusiness einsteigen. Oh, und das geht nicht. Würden wir gerne hinauszögern. Beide werde ich töten. Klingt so, als müsste hier jemand gefeuert werden. Das ist schon erledigt. Oh. Du musst dich einfach nur um den aktuellen Job kümmern. Und den jetzigen oder den späteren? Du redest mit Zola Adisa, Geschäftsführerin von Quantum Synergies. Quantum Synergy? Und dem Finanzdirektor Arthur Cruz. Ich gebe dir zwei Dossiers mit den wichtigsten Gesprächspunkten zu beiden. Danke. Lies sie. Kannst du mir nicht kurz einen Überblick über die Zola Adisa geben? Jetzt, was soll das jetzt? Naja, ich kann sie schon kurz zusammenfassen. Okay, schieß los. Wir fangen mit Zola an. Schön, dass du mit mir auch so redest. Zola wurde von Kindheit an auf eine Karriere als Managerin vorbereitet. Sie ist einen luxuriösen Lebensstil gewohnt. Okay. Sie ist eine Narzisstin, besessen von ihrem öffentlichen Image und dem von Quantum Synergies. So ist es halt, wenn man seine Firma alles gibt, ne? Sie will immer für das Neueste und Beste stehen. Daher legt sie Wert auf Innovation und Qualität. Ja, aber Qualität doch scheiße, lieber Quantität und mehr Geld machen, oder? Super, ich liebe es, mit egozentrischen Menschen zu arbeiten. Wenn ihr Innovation und Qualität wichtig ist, sollte sie hier arbeiten. Na? Sie hat es in Erwägung gezogen, aber sie gilt bei Quantum als nächster CEO. Oh, okay, hier dann hier hätte sie mit ziemlich großer Konkurrenz zu kämpfen. Ja, weil und die ich wichtigsten bin der nächste Gesprächspunkte. CEO. Infinity ist nur die Billigversion von Ryute, so ein Abklatsch. CEO. Sie sind nur ein Mitläufer, kein Leader. Und sie haben keine klare Vision. Warum hat Infinity Ltd. keine klare Vision? War die Brille vielleicht schmutzig? Infinity hat seit langer Zeit ein Führungs- und ein Personalproblem. Okay. Lucas Drexler ist wahrscheinlich der 5. CEO in den letzten Jahren. Yo. Und es ist schwer, gute Mitarbeiter zu halten, wenn es bessere Firmen gibt, die höhere Gehälter zahlen. Ja, dann Geld regiert die Welt, dann wechseln wir hin und her. Wer das beste Angebot macht, das ist klar. So ist das halt. Wenn Infinity nur ein Mitläufer ist, hat das Unternehmen dann überhaupt eigene Produkte oder einfach nur irgendwie ein Copy-Paste oder so ein Scheiß? Erzähl doch mal. Ihre Versuche überleben nie lange. Sie hatten noch nie etwas so Großes wie Neuroamps oder Graphantriebe. Ja. Inzwischen ahmen sie nur noch die Trends nach, die Ryujin und andere Firmen entwickeln. Okay. Wenn sie durch Innovation kein Geld verdienen können, verkaufen sie eben einfach eine Billigversion eines hochwertigen Fremdprodukts. Ja, das ist ja ein Schmarrn. Ja, aber gut, es ist halt China-Ware oder es ist halt auf Wish bestellt. Wieso ist Infinity nur ein billiger Abklatsch von Ryujin? Hä? Was soll denn das Scheiß Infinity jetzt hier? Ltd. spart bei der Qualität, um mehr Geld zu verdienen. Man erkennt das auf den ersten Blick, wenn man ihre Produkte mit unseren vergleicht. Okay. Billige Synthetik, dünne Materialien, hoher Energieverbrauch. Mindestens ein oder zwei Rückrufe pro Jahr. Doch so viel. Ich glaube, das kann ich mir merken. Also eigentlich nicht, aber der Charakter halt. Du kannst jederzeit das Dossier lesen, wenn du etwas vergessen hast. Ich hoffe, ich musste nichts merken. Kommen wir zu Arthur Cruz. Arthur Cruz, ja. Arthur ist ein Selfmade Man, worauf er sehr stolz ist. Ja, klar. Er ist ein Allrounder. Er besitzt ein extrem gutes Zahlenverständnis, kann aber auch mit Menschen umgehen. Als Finanzdirektor von Quantum Synergies will er bei möglichst geringem Risiko möglichst hohe Profite erzielen. Mhm. Seine Entscheidungen basieren auf Fakten und Trendanalysen. Alles klar. Also von Finanzteam habe ich nicht sonderlich viel Ahnung. Klingt so, als könnte jedes Unternehmen glücklich schätzen. Handel, ich wüsste gern mehr über was er als akzeptable Risiken betrachtet. Guck mal. Ihr zwei könntet euch bestens verstehen. Ja? Arthur ist ein erstklassiger Redner. Cooler Typ, oder? Aber Finanzen sind immer ein schwieriges Thema für das Publikum. Okay. Die Gesprächspunkte für Arthur sollen ihn von Infinity Ltd. abbringen und zu Ryujin lenken.
Ryujins Profite sind um 25,7% höher als Infinitys, trotz höherer Produktqualität. Infinitys Profite sind fingiert. Eine Buchprüfung wäre ihr Bankrott. Dann machen wir das. Wir dagegen wirtschaften finanziell stabil und solide. Schon immer. Und unsere Rechts- und Marketingabteilungen kommen immer mit allem klar, was das gefährden könnte. Ja, wir können halt besser cheaten als die anderen. Warum sollen die Gesprächspunkte für Arthur ihn zu Ryujin lenken? Quantum Synergies ist der Marktführer bei Schiffsbetriebssystemen. Okay. Durch ihren Ruf können sie die besten Entwickler einstellen. Wir würden von einer Ruf Zusammenarbeit gewaltig profitieren. Dann machen wir das. Und Arthur ist unsere beste Chance, das zu erreichen. Okay, und Arthur eine offene Arthur. Zusammenarbeit gibt uns leichteren Zugang zu Informationen, die wir sonst auf verschlungeneren Pfaden beschaffen müssten. Ja, aber diese verschlungenen Pfaden sind doch genau das Beste. Woher wissen wir so viel über die Profite von Infinity? Haben wir da auch einen Spion drin oder was? Was wir ist jetzt? Beobachten unsere Konkurrenz sehr genau. Ja, okay, Konkurrenz-Watching. Dank Agents wie dir stehen uns diese Informationen im Grunde immer zur Verfügung. So, weil es so schmutzige Leute wie mich gibt. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Dann bist du wohl bereit. I'm ready. Ich würde dir dennoch dringend raten, die Dossiers zu lesen. Kernaussagen bleiben manchmal besser im Gedächtnis als ein Gespräch. Also, nee. Lesen, ich pack das auch so. Ich werde mir jede Zeile einprägen. Du sollst lesen, damit ich die richtigen Sachen sagen. Ja, merkt man es auch so. Wir wollen optimale Ergebnisse und die bekommen wir nicht durch Glück allein. Gut, Glück ist unser Beste. Unser Team hat diese Dossiers auf Basis von psychologischen Profilen, Beobachtungen und früherem Verhalten erstellt. Meins oder was hier? Sie zu ignorieren wäre unverantwortlich. Infinity Ltd. wird von Nina Hart vertreten. Ich gebe dir eine abgeänderte Version ihrer Präsentation. Du tauschst sie aus. Wir haben einige Zahlen so verändert, dass während des Meetings genügend Verwirrung entsteht. Nur schmutzige Geschäfte hier. Und wie verschaffe ich mir Zugriff auf Ninas Präsentation? Wie jetzt? Einfach wenn so sie winken, sie nicht oder bei was? Sich hat, Hallo. Dann ist sie in ihrer Suite. Die Suiten werden patrouilliert. Sie hält sie also für sicher. Okay. Wenn du nicht an ihren Schlüssel kommst oder die Tür anders aufkriegst, versuch's beim Manager, Boone Morgan. Boone gestern. Boone ist ein Fan so wie von Sarah Credits, Morgan? Falls du verstehst. Ah, bestechlich ist er, der kleine Saftsack. Wie seid ihr überhaupt an diese Präsentation gelangt? Also, das musste noch mehr Spionage, als ich mir je vorstellen kann, ne? Da hatten wir Glück. Nina hat bei sich zu Hause noch Änderungen vorgenommen und die Präsentation auf ihrem persönlichen Datenspeicher abgelegt. Ja, auf den konnten wir natürlich zugreifen. Ja, sicher, also warum haben nicht? Wir eigene Zahlen eingesetzt und sie auf eine Infinity Ltd. Slate geladen. Oh, wow, wir müssen wow, wow. nur hoffen, dass sie auch eine Infinity Ltd. Slate verwendet. Ja. Aber es ist naheliegend. Die ausgetauschte Präsentation wird Infinity wie Amateure aussehen lassen. Exakt. Und wegen dieser Inkompetenz werden sie anfangen, den Deal zu hinterfragen. Verstehe. Und zu guter Letzt empfehle ich ordentliche Kleidung. Ich habe einen Anzug für dich schneidern lassen. Gelbes T-Shirt. Wir brauchen easy. Absolute Diskretion. Ich will keine SNN-Sondersendung über Disgrace, Mord Disgrace in der Estrella Lounge, klar? Warum ist die richtige Aufmachung so wichtig? Manager nehmen keine Ratschläge von x-beliebigen Leuten an. Aber mit einer Waffe vom Kopf schon. Wenn du wie eine Epsilon-Straßenratte oder ein Söldner aussiehst, werden sie dich keines Blickes würdigen. Oha. Was für... Also, Geschäftsmänner halt. Und was, wenn ich nichts mit Anzügen... wenn ich nichts so mit Anzügen habe? Das Einzige, was mir... du weißt schon, ne? Das Einzige, was ihr von mir hören werdet, ist das krachende Scheitern dieses Deals. Okay, ich bin bereit. Sehr gut. Aber denk daran, schön unauffällig, klar? Schön unauffällig klauen. Lass dich von der Astral Lounge nicht zu sehr ablenken. Optional liest die Dossiers. Kann ich von ihr auch stehlen? Können wir speichern mal? Und ducken uns mal. Langfinger, was hat sie denn? 785 Kaffee alles? Oh, das lässt du schön sein. Sei nicht dumm! Halt! Sofort! Ja, gut, ich habe erst einen Skill, aber ich wollte es testen. Sie hat sogar ein paar Credits. Das ist ja gar nicht schlecht. Diesmal hat es geklappt, schau. So viel zu 50%. Zugangscode. Oh mein Gott. Habe ich jetzt den
Zugangscode für die Tür? Was benennt er alles? Clown-Euler? Neue Items. Oh. Oh. Yeah, okay. Das ist Schmuggel die Muggel, verdammt. Das ist Schmuggel die Muggel hier. Yeah, Kaffee, okay, Kaliber. Jo. Ich weiß ja nicht. Krass. Kann ich das hier unten verkaufen? Nicht, dass mich jemand irgendwie da untersucht oder so zufällig. Aber ich hab jetzt auch... Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Habe ich jetzt Zugang zu dem hier? Nein, nur für Senior. Ich muss Senior werden. Okay, ich habe einen Zugangsdings da. Ich kann jetzt bestimmt in der Tür, die ich vorher nicht konnte. Ich habe irgendeinen Sicherheitscode oder so jetzt. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Türen jetzt hier zu waren. Die meisten Türen stehen hier offen. Ich hab dich im Das ist eine Firma, wo die Türen offen stehen. Ist doch schön, ne? Da kann man jederzeit zum Chef rein und sich beschweren. Meine Tür ist jederzeit für dich offen. So ein scheiß Gelaber. Habt ihr schon mal gehört? Schreibt es in die Kommentare oder in den Chat. Eins in den Chat, wenn ihr schon mal gehört habt. Diese Info könnte eine ganze Operation... Ich habe alle gewarnt, dass Tomo labil ist. Und was ist passiert? Okay, ich habe jetzt, Imogen und Yuko haben den Laden illegale Ware. Ich würde die gern verkaufen. Hallo, wie läuft's? Alles gut. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ja. Ich muss jetzt schauen, dass ich nicht hier rausgehe. Ich darf nicht gescannt werden. Aber es gibt ja so viele Hände, wird doch irgendeine illegale Sache annehmen, oder? Wir haben ja so viele Händler, die brauchen ja auch das Geld. Die sind jung und brauchen das Geld. Safe. Hoffen wir mal hier. Falls du Zeit hast, grüß meine Frau Rosa von mir. Wird gemacht. Dietrich war in den Miet. Sag Bescheid, wenn du Alter, etwas will. Lass meine Familie in Ruhe, du Schlappe. Digga, du hast mich voll erschreckt. Was ist mit dir? Voll zusammengezuckt. Schreite hier auf einmal die Drecksau. Genau so. Okay, ich kann diese Hehlerware nicht verkaufen an den, krass. Okay. Wie steht es zwischen dir und Dietrich Sieghardt? Schon viel besser. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich weiß nicht, was du Dietrich gesagt hast, aber er hat sich komplett verändert. Okay. Er nimmt eine aktive Rolle im Kampf gegen die Korruption der Neo-Security ein. Er organisiert sogar mit mir zusammen die Treffen der Kaufleute. Und am besten ist, ich glaube, wir werden gute Freunde. Was in dieser Stadt wirklich extrem selten ist, musst du wissen. Das denke ich mir. Wir haben in dieser scheiß Stadt, ist echt krass. Empfiehl unseren Laden bitte weiter. Da habe ich aber noch Schmuggelwade, oder? Ja, ich kann die noch nicht bei ihm verkaufen. Deinen Drecksladen werde ich nicht weiterempfehlen, du Arsch. Bitte reg dich nicht auf. Das ist ein super toller Laden. Ich hoffe, ich habe mich gescannt hier. Was geht denn hier im Chat, eh? Schon wieder tote Hose hier, ja. Scheiß Zuschauer, da verpiss dich. Ist keiner da, Digga. Ich bin komplett alleine. Also egal, ob ich nachts, vormittags, abends, nachmittags, scheißegal. Immer allein. Hast du gesehen, Wudo? Ich habe mich um die Panels so gekümmert. Ich habe das jetzt so hingetan, wie ich es haben möchte. Jetzt brauche ich einen Profi, der alles gleich macht. In gleicher Farbe, gleiches Ding. Hab ich nie gesehen. Lügst doch rum. Gestern auf Twitter viel gemacht. Gestern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch und auf Kick. Alles verändert, alles gemacht hier. Beste, ah, oder? Ah ja, ich sehe es, Alter. Kick ist total verschwommen und. Natürlich ist es verschwommen und kacke, aber ich muss dir halt zumindest mal zeigen, wie ich es haben will. Sonst habt ihr so Grafik keine Anregungen hier, weißt du?
Du musst das zeigen, wie du es haben willst, damit das ein Profi wie der Tommy nachbauen kann. Der Tommy. Keine Ahnung, von Totten und Blasen, Digga. Boah, was ist das hier? Streetwear Disciplines. Business maßgeschneiderter Anzug. Hab ich. Gehen wir mal so hin mit dem Anzug hier. Und ich habe wieder ein paar TikToks gemacht, ich habe ein paar Sachvideos auf Twitter gepostet, ich habe ja Clips geschnitten, hey, so geil. So geil. Dann gestern so um 10, 11 ins Bett, Alter. Du denkst, ich mach dann Nachtschicht? Ne, gar nichts. Gestern 10 bis 12 Stunden Social Media Arbeit geleistet und damit wir heute noch mehr Leute begeistern können, weißt du? Was geht's? Schreibt in den Chat, wenn ihr begeistert seid. So, Zola Adisa. Oho, Kleider machen Leute. Bist du geschäftlich hier oder zum Vergnügen? Und ich habe mich das erste Mal so richtig mit ChatGPT beschäftigt. Ist aber schade, der ist ja nur 21. September 21 ist der nur geupdatet. So ein Scheiß. Also, es ist ja, der ist ja 2 Jahre alt, viele Daten, bringt mir ja nicht viel weiter. Wenn ich wegen heutigen Sachen fragen möchte. So ein Schwein. Und die Datensammlung, die Veränderung ist es, glaube ich, 6 Monate lang gesperrt für den. Zum Vergnügen, ich brauche mal eine Pause. Ein bisschen von beidem. Oh, ebenso. Ich liebe Geschäftsreisen, bei denen alles bezahlt wird. Vor allem mit viel Leerlauf. Ich nehme an, du bist wegen Ryujin hier. Da will ich... Da will dich aber jemand beeindrucken, wenn du in Astral-Launch bist. Ja, nämlich Infinity LTD. Wirkt sich dieser Empfang auf einen schicken Wirkt sich dieser Empfang in einer schicken Location denn wirklich zu Infinitys Gunsten aus? Überzeugen. Ein Deal mit Infinity LTD klingt riskant. Riskant, sagst du? Ja. Warum das? Klär mich auf. Infinity LTD spart überall ein und kommt trotzdem nicht an Reduce Gewinne ran. Wenn sie die Qualität vernachlässigen, dann werden wir das garantiert aufdecken. Wir sind ein angesehenes Unternehmen und würden nie mit jemandem arbeiten, der unseren Ruf gefährdet. Die Führungsebene von Infinity wird ständig ausgewechselt. Ja, Stabilität ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber? Wir hoffen, dass Drexler Infinity mit unserer Hilfe Stabilität geben kann. Aber mir ist jetzt klar, dass das ein Risiko ist. Ja, genau. Die kennen doch nur aktuelle Trends. Wenn dieser Eindruck weit verbreitet ist, wäre das unschön. Ich muss wohl noch mehr Recherchen anstellen. Ja. Eine überraschende Unterhaltung, ja, na die klar. Ich nie von jemandem wie dir erwartet hätte. Was heißt es, jemand von hier mir? Hier gilt wohl die ich alte bin Gags von Welt. Dass man nicht nach dem Äußeren urteilen soll. Jetzt muss ich wohl einiges neu überdenken. Ich habe einen Anzug extra für dich angezogen, Eude. Der Vergnügungsteil meiner Reise muss also verschoben werden. Danke für die Information. Information. Beeinflusse Arthur. So nah liest sie. Ach, liest sie das hier? Jetzt kannst du ja Arsch lecken, das hier. Nochmal mit ihr reden oder ist fertig jetzt? Bitte. Jetzt muss ich zum anderen gehen, oder was? VIP Elevator. VIP Balcony. Schau mal. Oh, ist das wieder mit dem A. Boah, kann ich vielleicht von dem Chef klauen? Ist der Chef auch hier? Ich habe jetzt Diebstahl gelernt. Das Spiel lehrt mich nur schöne Sachen. Das lehrt mich, wenn man in echt einer Firma arbeitet. Manipulieren, stehlen, Leute beeinflussen. Das ist so ein Real-Life-Game, ist der Wahnsinn. Arthur Cross. Schau mal, wie krass er ist. Bayo hat all die Jahre über jede negative Entwicklung verhindert. Mhm. Er ist Unternehmer durch und durch. Ich hasse den Bayo.
Apropos Unternehmer, ich würde gerne mit dir sprechen. Die Astral Launch beeindruckt doch immer wieder aufs Neue. Das kannst du laut sagen. Die besonders für ein Geschäftsmeeting. Immer aufs Neue! Wenn man einen Kunden beeindrucken will, ist die Astral Launch genau richtig. Du arbeitest nicht zufällig für Infinity Ltd., oder? Wenn ich im Tech-Sektor arbeiten würde, würde ich mich für Ryujin entscheiden. Nein, tue ich nicht. Überzeugen, nein, und ich würde auch nicht wollen, dass jemand das denkt. Du scheinst etwas gegen Infinity zu haben. Ich würde zu gerne hören, warum. Es braucht nur noch eine Untersuchung, dann gibt es einen gewaltigen Prozess. Das zu hören ist für jemanden in meiner Position wie Kreide auf einer Tafel. Oh. Aber das weißt du bestimmt. Peter Zwiegert? Die Tafel? Mein Interesse ist definitiv geweckt. Infinity ist die meiste Zeit des Haushaltsjahres über den roten Zahlen. Im Vergleich zur Konkurrenz ist es ein wenig extrem. Schon extrem, ja. Das macht mich durchaus ein wenig nervös. Und zittern musst du jetzt auch. Ihr solltet euch nicht auf das juristische Risiko und mit Infinity Ltd. einlassen. Du stellst sie wie eine tickende Zeitbombe dar. Sind und sie? Eine Zeitbombe wäre kein guter Partner. Ich muss mir die Risikobewertung wohl noch einmal ansehen. Hey, es war interessant, Scheiße, Alter. Gelinde gesagt. Aber ich habe jetzt genug gehört. Sieh zu, dass du nächstes Mal richtig auf Zack bist. Ich hätte das andere wählen müssen. Ich würde das gerne noch mal testen hier. Ich würde das gerne nochmal testen hier. Weil es mit dem Austausch und so kann ich immer noch machen. Lass doch mal probieren. Beyo hat all die Jahre. Er ist Unternehmer. Ich würde gerne mit dir sprechen. Für eine kleine Plauderei ja, habe ich immer Zeit. Worum geht's? Du bist wegen eines Meetings mit Infinity Ltd. hier, oder? Überzeugen. Ich weiß, weshalb du hier bist und glaub mir, das ist ein schlechter Deal für dich. Okay, ich beiße Sag an. Sag an. Sag mir, was du weißt. So, ihre Bücher sind nicht sauber, sie haben Probleme. Die vorläufigen Berichte waren korrekt, aber es kann nicht schaden, weiterzugraben. Wenn sie versuchen, etwas zu verbergen, ja, aber dann ist werde es zu spät. Ich es finden. Dann ist es zu spät, oh nein. Ich bin erstaunt, dass sich Infinity das hier überhaupt leisten kann. Machen wir mal das hier. Ich hoffe es sehr. Ich will nicht Teller waschen müssen, wenn ich auschecke wenn und sie gar keine Credits für die Rechnung haben. Aber vielleicht sehe ich mir die Zahlen lieber noch einmal an. Ja, nur zur Beruhigung. Hey, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und mit dir zu plaudern. Easy. Aber ich glaube, ich muss mir noch mal einige Daten ansehen, Schau bevor lieber, ich zu ihrer Präsentation gehe. Es ist nicht geil, was mit dem wir passiert. Sehen uns. Und nächstes Mal machen wir vielleicht Geschäfte. Klar, Arthur. Pauschanina, okay. Also es wäre egal gewesen, ob ich es geschafft hätte oder nicht. Ich muss die Präsentation trotzdem austauschen. Ja, der sucht dir eine Freundin, Alter, mit der du labern kannst, aber doch nicht mit Gax, du Arsch. Ja, mit Freunden labern nicht, weil machen wir was anderes. Da knuddelt man doch, oder nicht? Wieso labern? Labern kannst du mit anderen. Freunde wird geknuddelt. Wo ist das Plaudern? Achso, ich brauche noch einen Skillpunkt, weil dazu mal, aber ich hatte keine mehr, genau. Weil ich Diebstahl lernen musste. Kann ich hier, warte mal, kann. Das ist zwar ganz gut, aber man. Plaudern ist unter Labertasche. Was? Wer braucht Taschen? Gutes Gespräch, das wiederholen wir. Die Skillung Plaudern ist unter Labertasche. Ja, stimmt so. Also in Bayern auch Waschweiber genannt. Also soll es nicht Disrespect sein, aber ist das so genannt. Hier, Plaudertasche, weißt du schon? Sag mal dazu. Langfinger. Man weiß nie, wem man in der Astral Lounge so alles begegnet. Ja, echt? Halt, im Namen des Ja, ich wurde beim Diebstahl erwischt. Schade. Ich habe Langfinger gelernt. Ich habe das lowste Talent hier. Ich wollte doch bis zu der verdammten Präsentation nicht mehr an die Arbeit denken. Musst du nicht. Ich langfinger dich einfach. Das klappt nicht. Schade. Einmal machen wir noch.
Ich muss das alles vor dem Meeting noch mit meiner Kollegin besprechen. Die flippt aus. Hat geklappt, lol, okay. Als ob. 774 Credits, was man da alles klauen kann. Boah, mit ihr kann man sich ja komplett unsichtbar machen. Das ist ja krass. Gastronomie, plündern. Was ist plündern eigentlich? Man durchsucht und behält, damit du die Chance in Credits findest. Täuschung, Diplomatie, Einschüchterung, Isolation, Verhandlungsgeschick. Du hast jetzt Zugang zu Bestechung in Überreden, Herausforderung. Okay. Täuschung, Diplomatie, Einschüchtern. Was ist mit Unsichtbarkeit? Und Voodoo, wie geht's dir? Was machst du schon aus deinem Sonntag? Ist bei euch auch so warm wie hier? Schön, dass du mir gesagt hast, wie es mir geht, was ich mache. Da hast du natürlich recht, aber du kannst mir trotzdem verraten. Einfach so. Weil Liebe, Kuss. Okay, jetzt habe ich alles erlebt. Recht, oder? Tür verdient. Ich würde dir nicht verraten, dass ich vielleicht später noch weggehe und dann vielleicht noch Kisten rüber schmeiße und ja, später das Eis. Das wäre Katastrophe. Und dann noch meine Katze verknuddel. Arzte. Knuddel, okay. Ja, wenn du mir sowas sagst, dann wäre ich schon sehr enttäuscht. Behalt diese Scheiße für dich, Digga. Dankeschön. Schade. Ein gewaltsames ja, Öffnen also, ist keine das Option. Ich nicht vor. Heute, ich will einfach nur langweilig Gags schauen und nichts im Chat schreiben. Gell? Finde ich gut. Das ist eine perfekte Einstellung. So wie die meisten hier. Jetzt einsehen den Chat, wenn ihr da seid. Oder bei den Chats. Ihr könnt in drei Chats schreiben. Oder auch in die Kommentare. Falls das jemand sieht, schreibt eine 1 rein. Ich bin hier. I was here. Eine 0 für eine Person. Für eine 0 ist okay. Neulich hatte jemand Stromprobleme. 0 für eine 0 passt. Okay, ich hab's ausgetauscht. Geil. Ab zur Tanzfläche wieder. Ich bin hier ohne 0. I see, du heißt ja Voodoo, das ist ja V00D00, also so viele Nulle in deinem Namen, gibt's keinen zweiten Namen mehr. Ich heiße nicht Voodoo, man, ich heiße V00... Einfach die größte Null, die man finden kann, auch im Universum. Oder auch übersetzt Loser, L00SER. Hast du mein Dancing-Video gesehen auf TikTok? Mein Dancing-Launch-Video. Oder wie ich jemand der Chance habe gesagt, ich habe ihn... Ich hab doch kein Social Media. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn erschossen, das Schwein. Hast du es auf Instagram gesehen? Hast du es auf Twitter mit der X gesehen? Überall. Noch ein paar witzige Clips geschnitten. Ich kann im Stream immer so viel hin und her spulen, egal wo ich hinspule, das passiert immer witzige Sachen. Hast du nicht gepostet? Nee, da hab ich's vergessen, weil ich meine Hose anhatte, das lohnt sich da nicht. Nur mit Hose aus. Da stehen immer so witzige Situationen, hä? Die Leute lässt denn gerne. Wir bräuchten einen Clipper in dem Chat, den man anstecken kann. Der hat hier nur irgendeine Scheiße hier. Ich muss aber noch meine Hehlerwade irgendwie loswerden. 79 Credits lohnt sich gar nicht dafür. Udon-Häppchen. Wisst ihr, ich kann jetzt jeden beklauen hier, Voodoo. Einfach jeden beklauen. Und wenn ich den Skill hoch habe, so wie mir Jero erzählt hat, dann anscheinend ist man dann... Es ist dann ganz krass, da kann man jeden klauen, hier dann ist man noch reicher. 900? Boah, 55? Boah. 963? Hat geklappt, first try. Boah, scheiß auf Aufträge, einfach jeden beklauen. Krass. Ich hab sogar die Chefin von dem Unternehmen hier beklaut. Der hatte 700, glaube ich. So, jetzt habe ich die... Wie krass, was für schmutzige Arbeit so ein Agent macht.
Also tut einfach nur cheaten. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Okay, schon mal speichern. Genau. Kann man noch was bei ihr klauen? Okay, sie hat nichts mehr. Hi. War doch gar nicht so schlimm, ja, oder? War schon scheiße, aber ist okay. Soziale Anlässe sind wirklich nicht mein Ding. Ich hoffe, es hat funktioniert. Keine Sorge. Wir haben Leute, die Erfolgswahrscheinlichkeiten berechnen. Okay. Und ihrer Analyse nach haben wir durch die Kombination der Gesprächspunkte und der disruptiv veränderten Präsentation 92%? Eine Erfolgschance von 92,7%. Dann easy. Insgesamt nicht schlecht für deinen ersten großen Auftrag. Du hast dir sogar einen Bonus verdient, den Linden sehr gerne gewährt hat. Bonus auch noch? Schön, dass unsere Zurückhaltung geschätzt wird. Zurückhaltung geschätzt wird. Gibt es auf, Boni? Wer ist Linden? Sag nicht, du hast das schon vergessen. Unser Finanzguru? Ein absolutes Zahlengenie. Okay, Finanzguru. Und wenn du mal eine mächtig. Ehrliche Meinung zu irgendwas brauchst, frag Dem. Day ist gnadenlos ehrlich und gibt oft eine Meinung zu etwas ab, auch wenn man nicht gefragt hat. Meine Credits. Mit den Credits kann ich was anfangen. Danke für den Bonus. Gibt's aber Off-Boni hier? Nur so oft, wie du eine Mission perfekt ausführst. Also für jede Mission. Niemand beseitigt gerne ein Chaos. Das belastet mehrere Abteilungen. Deswegen sollten alle Einsätze sauber ablaufen. Danke für den Bonus. Du hast ihn dir verdient. Ja, na klar. Wenn noch du mich mehr. Weiter gut aussehen lässt, war es nicht der Letzte. Bald bin ich hier aber der Boss. Aber bei Ryujin gibt es immer etwas zu tun. Wir haben reichlich unerledigte Aufträge. Und es kommen laufend neue rein. Vernünftig. Hoffentlich bist du startklar. Das wird wenigstens mal eine kleine Abwechslung vom Üblichen. 10.000 bekommen, oha. Ja, ich möchte weitermachen, ich will Senior werden. Gut, je weniger ich mit den Leuten zu tun habe, desto besser. Ich habe aber gern Leute mit Leuten zu tun. Was steht als nächstes auf dem Plan? Dein nächster Auftrag ist, einen Konkurrenten auf seinen Platz in der Geschäftswelt zu verweisen. Schon wieder irgendwas Wildes. Man könnte es Vergeltung nennen, aber das ist alles Ansichtssache. Oha. Was hat dieser Konkurrent angestellt, um Ryujin so sehr zu verärgern? Sagen wir einfach, wir tolerieren weder Diebstahl noch Verleumdung. Aber ich habe auch geklaut, also ich meine, wer in diesem Geschäft Taschen. Etwas stiehlt, darf sich nicht erwischen lassen. Und ja, wer hab ich unseren nicht. Guten okay, okay. Namen beschmutzen will, muss mit einem Nachspiel rechnen. Nackt mit einem Nacktspiel rechnen? Ich finde es gut, wenn Wut und ich Nacktspiele machen. Ist das sowas ähnliches wie Cellcorp-Auftrag? Nicht ganz. Der Virus, den du in das Netzwerk von Cellcorp hochgeladen hast, war eine Warnung. Er sollte ihre Produktivität etwas beeinträchtigen. Cellcorp hat die Effekte schweigend hingenommen, okay. Wobei sie sicher einige Kundenbeschwerden über sich ergehen lassen mussten. Schweigend immer Dieses kacke. Mal wollen wir das Ziel im Auge der Öffentlichkeit fahrlässig wirken lassen. Oh, fahrlässig wirken ist schon frech. Hört sich für mich etwas übertrieben an. Du erteilst ihnen nur eine Lektion. Genau. Eine Siehste? Sehr wichtige Lektion, aus der sie für, hoffentlich für ihr lernen. Leben. Die Außenwirkung ist für die meisten Firmen lebenswichtig. Denk Vertrauen ich mir. In die Produkte führt zu einem guten Ruf. Kontrolle und ist das besser. Wiederum bringt Profit. Und Profit ist nun mal das Nonplusultra. Du sollst ein ARC-Gerät platzieren. ARC? Damit lassen wir What unsere that? Konkurrenz fahrlässig erscheinen und ruinieren sie in der Öffentlichkeit. Das ist krass, immer die Konkurrenz hier ausspionieren, ausschalten, Lügen verbreiten. Ist das eine Form von Sabotage? Natürlich. Was ist dieses ARC-Gerät genau? Wir sehen me. Es als eine Art Multifunktionswerkzeug zum Umprogrammieren und Manipulieren. Das Umprogrammieren, ARC manipulieren. Greift auf okay, Festverratung okay. zu und manipuliert den Fluss der übertragenen Informationen. Je nach Situation kann man damit alles Mögliche erreichen, okay. aber alles führt letztendlich zu einer Betriebsstörung. Ja, eine Betriebsstörung ist halt wild. Ist das eine Form? Fahrlässigkeit klingt, als könnten Menschen verletzt werden. Ach, ist mir doch egal. Lassen wir die Konkurrenz bluten. Jetzt ist dann bestimmt Andrea wieder sauer. Das Krieg kommt bluten hier. Schön, dass du mit so viel Feuer dabei bist. Yes. Manche unserer Agents sind nicht besonders scharf auf solche Aufträge. Ja, na klar. Und je mehr Tote, desto besser. Das muss ich dir sicher nicht sagen, aber na, ja. lass dich nicht erwischen. Ach, wir wollen erwischen. Nicht, dass bei den Behörden der Verdacht auf Sabotage aufkommt. Keine Augenzeugen. Keine Augenzeugen. Und wenn welche da sind, werde ich sie eliminieren nach dem Motto Wipe them out. All of them. So ist das wohl. Wenn mir jemand in die Quere kommt, dann hat er einfach zwei O's weniger. Muss der aufpassen, gell?
Da bist du Voodoo Man statt Voodoo Man. Okay, bevor wir irgendwo hinreisen, müssen wir die Schmuggelware loswerden oder wir müssen noch mehr klauen. Okay, er hat nicht so viel. Brauchst du was? Langfinger. 971? Achso, er hat mich entdeckt, okay. Ich speichere mal kurz, er hat mich entdeckt. Jetzt hat. 55%? Ich hab's. Oh mein Gott, das hat geklappt. Ich habe dich im Blick. Ja, lohnt sich gar nicht. Aber 900. Boah. Muss ich das Geld noch irgendwie waschen? Gibt's hier eine Wäscherei? Wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier hin oder müssen wir wieder reisen irgendwo hin? Reise hier hin, Hopetech. Okay, da war ich schon. Aber ich würde gerne meine Hehlerware loswerden. Wir müssen mal kurz ins Universum rein. Also, wir müssen wieder zum Wolf, falls ich das schaffe von hier. Okay, ist gar nicht so weit weg. Wo ist denn hier? Da müsste das sein. Hier. Und dahin. Der Bau. Ja. Raum. Ohne dass wir zwischen noch wohin kommen. Es passt. So. 77, okay. Wenn du Zick machst, mach ich Zack. Dafür. Ich bin deine Begleitung. Dein Schatten. Sind eh nicht viel im Weltraum, von daher passt das schon mit dem Raumschiff jetzt, wenn wir nur von A nach B fliegen. Kurz ein bisschen hier ein paar Verkäufchen machen. Boah, das war fast direkt reingerammt. Hätte es dann Ärger gegeben? Luke entriegelt, wir sind angedockt. Einsteigen. Kann ich hier den Verkäufer beklauen oder was? Ahnung erstmal. Die ist ja ganz unsichtbar. Das ist echt krass. Ganz unsichtbar zu sein, ist wild. Kannst du ein was gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New York Credits bist? Ich glaube, meine... Du machst es nur noch schlimmer für dich! Sorry. Boah, aber dass der auch 700 Credits hat, das ist ja nicht ohne. Tun wir nochmal hier safen. Hier ist es halt näher. Eigentlich tratsche ich ja nicht, aber wenn du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz ohr. Sei nicht dumm! Im Namen des Gesetzes! Halt. Sofort! Ich bin nicht dumm, ich im Laden wieder. Braucht man den Skill ja gar nicht, Skill, wenn man es immer so ist macht. Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach so ruhig. Muss man da jetzt... Hat geklappt. 769. Boah. Was hat denn der Händler eigentlich? Schön, dich zu sehen. Na, der hat gar nichts. Was ist denn unten in der weißt Bar? Weißt du, wenn du da ganz ohne Helm rausgehst, explodiert dieser Schädel. Was hat denn der... Was hat denn der Barkeeper hier für Sachen? Früher hat es hier von Piloten, Soldaten und wohlhabenden Leuten... New Atlantis Security! Stopp! Ah ja, New Atlantis Security drauf geschissen hier. 1000 hat der Barkeeper. Wow, 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 wow. Ich glaube, das zweite Mal. Wow. Die UC wären gut beraten, die ganze Station einfach aufzugeben. Wie viel wir jetzt schon gemacht haben hier. 320k. Diesen recht jämmerlichen Zustand zu lassen. Kann man bald noch wirklich ein teures Schiff kaufen. Ich
macht nicht viel Credits, aber schön langsam. Und jetzt, wenn ich ein bisschen klauen kann, ist das schon lustig. Was hat denn er? Ich bin auf sogenannter Dauerzuweisung. 900! Habe ich auch nichts dagegen. Wieso haben die alle so viel? Digga. SUC Security, New Atlantis. Ich bin auf sogenannter Dauerzuweisung. Habe ich auch nichts dagegen, solange die UC mich bezahlt. Ja, als ob die jetzt alle sehen, dass ich da, also dass der meine Tasche da auch so mit seinem Penis rum, also seiner Tasche rumprobe. Der sieht mich ja auch, ne? Wie geil. UC Sicherheitsdienst. Habe ich auch nichts dagegen, solange die UC mich bezahlt. Halt! Im Namen des Gesetzes! Das ist sehr schwer bei dem, Euda, ne? Ich bin auf sogenannter Dauerzuweisung. Unfälle passieren, sag ich dann nur. Habe ich auch nichts dagegen, solange die UC mich bezahlt. Es hat niemand bemerkt. Hat geklappt. Gut gemacht. Danke, lass mich sprechen. Lass dich von Orville nicht ärgern. Einfach lächeln. Okay, hab ich schon. Okay, gut. Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Euda. Wie krass das ist. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben. Wie krass das ist. Verstoßen wurden oder sonst was. Aber sie kann ich behilflich sein? Ja. Es gibt auf der ganzen... Ich muss Sachen verkaufen, die illegal sind. Wieso geht es auch bei ihm nicht? Verstehe ich nicht. Also ich muss mich mal wieder umziehen hier, warte. Aus dem Kolonie. Kleidung, wieder mein Outfit-Ding anziehen. 15, 5, 15, okay. 15, 10, 0, 0. Maßgeschneiderter Businessanzug. Plus 10% Überzeugungschance. Okay, der ist ja krass. Den müssen wir... Plus 5% kritischer Schaden. Wow, wo sind wir denn jetzt hier gelandet bei den Sachen? Wusste ich gar nicht. Was kann die Handelsaufsicht für... Die Handelsaufsicht... Ich danke dir für deinen ich Einkauf. Ich habe noch eine Fehlerwarte, oder? Oder habe ich sie ich nicht Ich verpiss mehr? Mich jetzt. Ich hab ja. Scheiße. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Appetit und viel Spaß beim Schleppen. Bis später oder morgen. Mal schauen. Kannst du helfen, komm. Nö. Mein Körper möchte das nicht. Mein Geist würde sehr gerne. Mein Körper sagt nein. Was sagst du dazu? Eis auf deinen Körper. Du musst sagen, was dir dein Geist und dein Koppe sagt. Mein Koppe, da ist nichts drin. Das ist das Welt. Deswegen sagt gar nichts. Der Körper muss ein ausführendes Modul. Du musst machen, was dein Geist sagt. Ja, manchmal. Ich habe auch ein Modul. Manchmal ist der Modul größer als das andere. Weißt du? Manche expandieren die Module auch. Groß, klein und so hin und her. Dann sollst du ja keine Nacktfotos von mir angucken. Wieso denn nicht? Was soll ich denn sonst machen? Dann meine Muschi angucken? Du meinst Schlitz oder was? Ja, na klar. Na klar. Warte nochmal. So, Chat. Eine Eins. Wenn ich irgendwas für dich tun... Ja, natürlich. Verkaufen alles. Was ist jetzt? Eine Eins, wenn ich hier bleiben soll. Ach so, ich muss erstmal auf den gehen. Ja, will keiner. Siehst du? Ja gut, dann hau ich ab. Tschüss. Ja dann. Besser ist das, oder? Besser ist das. Okay, passt. Dann habe ich hier alles verkauft. Wunderbar. Bridger. Okay, dann wollte ich mal testen. Odeon. Ja, dann bis später, Wodo. Lebe lang und in Frieden. Und möge die Macht mit dir sein. Schnell und zuverlässig. Oh, das wollte ich. Oh, was ist das? Was habe ich denn da zum Testen noch? Ja, das ist ein Blödsinn. Brauche ich nicht.
bräunet. Die zwei zum Testen. Was ist denn der Eon-Mist? Ach, das war ein Kack. Bridger testen. Tombstone testen. Und das hier. Munition behalten. Anzüge habe ich nur einen. Rucksäcke einen. Helm, ne? Kleidung behalte ich mal. Notizen. Einfach Analysedaten. Dossier. Die paar Analysedaten. Was ist denn das genau? Sonstiges. Digitaler Schreibtisch weg. Kästchen mit Erde. Ninas Präsentation. Ich muss da mal schauen, ob ich mit den Sachen noch was anfangen kann. Hier Notizen erst einmal.